Staatliche Misswirtschaft verursacht Jahr für Jahr beträchtliche Schäden. Nicht selten geht es da um Millionen. Der Bundesrechnungshof prüft, deckt die Fehler auf, berät die Behörden und sorgt so mit für eine gute Haushaltsführung. Über die Arbeit dieser staatlichen Spürnasen sprechen wir jetzt in Alpha Demokratie. Schönen guten Abend. Ja, welche Aufgaben hat der Bundesrechnungshof? Welche Kompetenzen besitzt er und kann er tatsächlich etwas bewirken? Darüber spreche ich jetzt mit dem Juristen Kyrill Alexander Schwarz. Er ist Professor für öffentliches Recht an der Julius-Maximilians-Universität in Würzburg. Und aus unserem Würzburger Studio ist er uns jetzt zugeschaltet. Schönen guten Abend, Herr Professor Schwarz. Schönen guten Abend nach München. Herr Professor Schwarz, wozu brauchen wir eigentlich diesen Bundesrechnungshof? Der kostet ja immerhin 170 Millionen Euro im Jahr. Ja, er kostet 170 Millionen Euro im Jahr, aber er ist eine doch im Vergleich sehr kleine Institution des Verfassungslebens. Es sind nur 0,1% des Bundeshaushalts. Aber er hat eine ganz zentrale Aufgabe, denn er hat die Rechnungsprüfung vorzunehmen und ist damit ein Teil der Finanzkontrolle des Bundes. Das haben Sie gerade schon gesagt, das ist die zentrale Aufgabe. Welche Aufgaben hat er darüber hinaus noch? Er prüft die Wirtschaftlichkeit und Ordnungsgemäßheit der Haushalts- und Wirtschaftsführung des Bundes. Das heißt, er nimmt auch eine Form von begleitender Prüfung unter Umständen vor. Zu wem gehört der Bundesrechnungshof eigentlich? Der Status des Bundesrechnungshofs ist, Juristen sagen, umstritten. Er ist kein oberstes Bundesorgan in dem Sinne, dass er ein Verfassungsorgan ist. Er ist nicht Teil des Parlaments, er ist nicht Teil der Regierung, er ist nicht Teil der Rechtsprechung. Er nimmt eine Zwischenfunktion ein und Sie finden im Bundesrechnungshof eigentlich Teile von allen drei Staatsgewalten wieder. Er berät, aber er entscheidet nicht. Er prüft, das ist eigentlich eine klassische oder die klassische Aufgabe. Aber ihm stehen in der Sache relativ wenig Befugnisse zu, mit Blick auf die Außenwirksamkeit. Wer beauftragt den Bundesrechnungshof eigentlich mit einer Prüfung? Die Prüfungsaufgaben des Bundesrechnungshofs sind verfassungsrechtlich vorgegeben. Denn in der Verfassung ist in Artikel 114 Absatz 2 Grundgesetz ausdrücklich geregelt, dass der Bundesrechnungshof die Rechnung des Bundes als Teil der Haushaltskontrolle jährlich überprüft und er darüber hinausgehend an Bundestag und Bundesrat dann auch entsprechend berichtet. Ja, als Reaktion auf den russischen Angriffskrieg soll die marode Bundeswehr mit 100 Milliarden Euro saniert werden. Ein gigantischer Batzen Geld, mit dem sorgsam umgegangen werden sollte. Dass das in der Vergangenheit nicht immer der Fall war, zeigt jetzt ein Beispiel aus dem Jahr 2021. Das ist eines von zwei Tankschiffen der Marine. Beide sind über 40 Jahre alt und müssen dringend ersetzt werden. So sollen die neuen Schiffe aussehen. Gebaut werden sie vom Rüstungsunternehmen Naval Vessels Lürsen in Bremen. Die Werft profitiert davon, dass das Projekt nur in Deutschland ausgeschrieben wurde, weil Marineschiffbau zur Schlüsseltechnologie zählt. 870 Millionen Euro sollen die Schiffe nun kosten. Marco Thiele vom Bundeswehrverband findet, dass die Schiffe unnötig teuer geworden sind. Wir sind an einem Punkt, wo wir das jetzt nicht mehr abbrechen können, ohne wirklich finanziell einen riesigen, im wahrsten Sinne des Wortes, Schiffbruch zu erleiden. NDR, WDR und SZ liegen exklusiv Dokumente vor. Die zeigen, ursprünglich waren mal 568 Millionen Euro für die Schiffe eingeplant. Dass jetzt alles so viel mehr kostet, wurde intern immer wieder kritisiert. Der Bundesrechnungshof äußert bezüglich des Tankerprojekts erhebliche Zweifel an dessen Wirtschaftlichkeit. Die Schiffe werden nicht nur teuer, sie bieten auch weniger Leistung als vergleichbare Schiffe. Denn um Kosten zu senken, bekommen sie beispielsweise nur eine Antriebswelle statt geplanten zwei. Stefan Krüger ist Professor für Schiffbau und hat als Ingenieur früher selbst Schiffe für die Marine gebaut. Fast 900 Millionen Euro für die Tanker mit nur einer Schiffsschraube findet er zu viel. Das ist ein Haufen Geld für so wenig Schiff, sag ich mal so ein bisschen vorsichtig. Und wenn das so ist, wie Sie sagen, wäre das für mich ein Punkt zu sagen, wenn ich jetzt, ich würde da die Reißleine ziehen, wenn es mein Schiff wäre.
Auch im zuständigen Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr gab es erhebliche Zweifel an dem Projekt. Das belegen interne Dokumente. Ein Mitarbeiter schreibt: Ich empfehle, den Vertragsschluss mit der NVL als gescheitert zu erklären und das Projekt im Vergabeverfahren europaweit neu auszuschreiben. Doch ein Vorgesetzter weist das zurück. Sebastian Schäfer kümmert sich im Haushaltsausschuss des Bundestags um Rüstungsfragen und sieht grundsätzliche Probleme. Man kann das wirklich als Beispielfall nehmen, um daran die Probleme, die wir aktuell in der Beschaffung haben, deutlich zu machen. Bei den Projekten in diesen Millionenbereichen, dreistelligen Millionenbereichen, ist es offenkundig, dass es bisher nicht funktioniert hat. Vom Verteidigungsministerium nur so viel. Die Schiffe seien nicht zu teuer und es habe keine Alternative gegeben. Naval Vessels Lürsen teilt mit, die Schiffe seien marktüblich kalkuliert. Wie wird denn der Bundesrechnungshof auf so einen Fall jetzt aufmerksam? Der Bundesrechnungshof kann zum einen aufmerksam werden, einfach durch Medienberichte, durch entsprechende journalistische Arbeit. Er kann durch Einzelanzeigen von Bürgern, denen Missstände in der öffentlichen Verwaltung aufgefallen sind, er kann durch entsprechende Initiativen, auch von Bürgerinitiativen hin, tätig werden. Also er wird nicht in dem Sinne auf Antrag tätig. Es gibt keinen Rechtsanspruch auf ein Einschreiten oder auf eine Prüfungstätigkeit des Bundesrechnungshofs. Aber er wertet natürlich vielfältige Informationen, die sich aus entsprechender Berichterstattung ergeben, dann auch aus. Und er kann von sich aus Prüfungen bei Behörden des Bundes, aber auch darüber hinausgehend vornehmen. Warum bietet denn ausgerechnet die Bundeswehr ein schier unerschöpfliches Feld genau für solch, für den Bundesrechnungshof? Ich sage nur Stichwort Gorch Fock. Da war ja auch die Rede davon, dass es zu viel Geld kostet. Ja, jetzt könnte man wahrscheinlich eine ganze eigene Sendung darüber machen, wie das Beschaffungswesen in der Bundeswehr organisiert ist. Aber tatsächlich sind natürlich Großvorhaben, bei denen auch immer wieder veränderte Anforderungen geltend gemacht werden, bei denen sowohl aus dem politischen Raum neue Anforderungen kommen, bei denen aber auch die militärische Spitze vielleicht bestimmte Wünsche stellt, sorgen natürlich zu einer gewissen Schwerfälligkeit entsprechender Ausschreibungsverfahren. Und Schwerfälligkeit bedeutet dann auch Fehleranfälligkeit. Und das ist dann natürlich eine Frage der Prüfung der Wirtschaftlichkeit, wobei eben die Wirtschaftlichkeit als Maßstab der entsprechenden Rechnungskontrolle überaus schwierig ist. Denn was ist wirtschaftlich? Ist das das Erreichen eines bestimmten Zieles mit möglichst geringem finanziellen Einsatz? Oder gibt man auf der anderen Seite einen finanziellen Einsatz vor und sagt, damit muss das bestmögliche Ergebnis erreicht werden? Aber die entscheidende Frage ist eben tatsächlich, was bedeutet Wirtschaftlichkeit? Und Wirtschaftlichkeit bedeutet, anders als das vielleicht in der öffentlichen Wahrnehmung auch häufig entsprechend kolportiert wird, nicht unbedingt die billigste Lösung. Wenn es jetzt wie in dem Fall um ein Ministerium geht, wie arbeitet der Bundesrechnungshof da eigentlich in so einem Fall? Der Bundesrechnungshof ist aufgeteilt organisatorisch in 9 Prüfungsabteilungen, deren Mitglieder richterliche Unabhängigkeit genießen. Und sie können sich Akten vorlegen lassen, sie können entsprechende Unterlagen aus dem behördlichen Beschaffungswesen herbeiziehen. Also sie haben tatsächlich einen umfassenden Prüfungsauftrag und können dementsprechend wie ein Untersuchungsgremium dann auch tätig werden und sich entsprechende Unterlagen vorlegen lassen, können Gespräche führen. Also sie haben alle Möglichkeiten der Recherche, um auf die entsprechenden Datenbestände zuzugreifen. Wer kontrolliert eigentlich den Bundesrechnungshof? Entscheidungen des Bundesrechnungshofs sind durchaus justiziabel. Prüfungsfeststellungen können, wenn sie beispielsweise in grundrechtlich geschützte Bereiche Dritter eingreifen, können entsprechend auch gerichtlich überprüft werden. Aber der Bundesrechnungshof als eine oberste Institution des Verfassungslebens hat selbst keinen weiteren Kontrolleur. Es gibt eher die Frage, ob beispielsweise einzelne Abgeordnete ein Recht auf Vorlage von Prüfungsberichten oder Ähnlichem haben. Oder sie können natürlich auch, wenn es um Akteneinsicht beim Bundesrechnungshof geht, können sie die Verwaltungsgerichte bemühen. Aber diesbezüglich ist der Bundesrechnungshof in einer relativ komfortablen Situation, weil die allgemeinen Informationsfreiheitsgesetzansprüche nicht gegenüber dem Bundesrechnungshof gelten.
Wer wird denn jetzt außer dem Ministerium noch vom Bundesrechnungshof unter die Lupe genommen? Die Kontrolle des Bundesrechnungshofs erstreckt sich zunächst einmal auf, ganz allgemein gesagt, die Haushaltswirtschaft des Bundes. Das ist natürlich die gesamte Exekutive des Bundes. Das sind dann aber auch nachgeordnete Behörden. Das sind Rentenversicherungsträger. Sie können es allgemein formulieren, wann immer der Einsatz öffentlicher Gelder in Frage steht, wann immer öffentliche Gelder durch die öffentliche Hand oder nachgeordnete Verwaltungsträger verausgabt werden, hat der Bundesrechnungshof grundsätzlich die Kontrolle. Es gilt der Grundsatz einer allumfassenden Finanzkontrolle. Dahinter steht eine ganz zentrale Erwägung des Demokratieprinzips, nämlich zu sagen, wer als Exekutive verantwortlich ist für die Verausgabung von Geldern, die das Parlament bewilligt hat, der muss sich auch eine lückenlose Finanzkontrolle entsprechend gefallen lassen. Ja, Abrechnungsbetrug, mafiöse Strukturen, auch in der Pflege gibt es schwarze Schafe schon seit vielen Jahren. 2020 hatte auch hier der Bundesrechnungshof gemahnt. Razzia bei Pflegediensten in Augsburg und München. Erst vor wenigen Monaten wurden etliche Dienste mit osteuropäischem Hintergrund in einer groß angelegten Aktion durchsucht. Der Verdacht? Abrechnungsbetrug. Pflegedienste und Intensivpflege-WGs müssten besser überprüft werden. Das fordert der Bundesrechnungshof. In einem bisher unveröffentlichten Bericht, der dem BR und der Welt am Sonntag vorliegt, bemängelt die Behörde, dass die meisten der gut 14.000 Pflegedienste in Deutschland nicht unangekündigt überprüft werden können. Dies sei eine Regelungslücke. Unangekündigte Prüfungen sind nach Ansicht des Bundesrechnungshofes grundsätzlich zweckmäßig, um Mängel besser aufdecken zu können. Das Bundesgesundheitsministerium weist die Kritik zurück. Und doch werden Routinekontrollen jetzt ausgesetzt, wegen der Belastung durch die Corona-Krise. Bis September werden Pflegedienste nur noch bei Verdachtsfällen kontrolliert. Doch Kriminelle könnten diese Situation jetzt ausnutzen. Laut Studien und Berechnungen greifen sie in Deutschland alleine in der Pflege jährlich 600 Millionen Euro ab. Es sind schon fast Formen von organisierter Kriminalität, die da zu beobachten sind. Es geht nicht um einen kleinen Abrechnungsbetrug als einen einzelnen Sinn, sondern es geht um organisierte Machenschaften. Und deshalb ist es wichtig, dass wir hier auch konzentriert dagegen vorgehen. So wurden bei den Razzien in Augsburg und München mehrere Millionen Euro Bargeld, Goldbarren und kistenweise Unterlagen sichergestellt. Die Auswertung läuft. Ja, wie prüft denn der Bundesrechnungshof jetzt gerade in so einem Fall? Also der Bundesrechnungshof kann in der Tat sich Abrechnungsbelege und anderes vorlegen lassen. Er kann alles das, was an Fragen der Wirtschaftlichkeit, der ordnungsgemäßen Buchführung, und das sind ja die zwei Prüfungsmaßstäbe, also einmal die Frage, ist das Handeln überhaupt wirtschaftlich? Und das Zweite ist die Frage, erfolgt die Verausgabung öffentlicher Finanzmittel auch ordnungsgemäß? Also erfolgt eine korrekte Buchführung? Wird das Vergaberecht hinreichend beachtet, dass eben öffentliche Mittel ab einem bestimmten Umfang erst in einem dafür vorgesehenen Vergabeverfahren dann auch die entsprechenden Ausschreibungen erfolgen? All das kann der Bundesrechnungshof im Einzelfall machen. Bekommt er dabei eigentlich polizeiliche Unterstützung? Bei der Beschlagnahme von Unterlagen zum Beispiel? Also ihm steht kein Beschlagnahmerecht zu, sondern das ist eine Prüfungsanforderung, die man verwaltungsgerichtlich überprüfen kann. Und dementsprechend sind dann den entsprechenden Anforderungen Folge zu leisten. Oder eben, wenn die Verwaltungsgerichte das letzten Endes ablehnen, dann nicht. Aber der Bundesrechnungshof hat keine exekutivischen Befugnisse, dass er die Polizei als Hilfsbeamte oder Ähnliches einsetzen kann. Müssen eigentlich auch Kranken- und Rentenversicherungen dem Bundesrechnungshof wirklich alle Daten offenlegen, ihnen alle Sachen geben? Also eine entscheidende Begrenzung der Befugnisse des Bundesrechnungshofs sind natürlich in hohem Maße persönlichkeitsrelevante Daten, also Grundrechte, die sich aus dem Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung, dem Persönlichkeitsrecht, dem Datenschutzrecht oder Ähnlichem ergeben. Das sind Grenzen, die der Bundesrechnungshof bei seiner Prüfungstätigkeit auch berücksichtigen muss. Also er darf nicht auf individuelle Patientenakten oder Ähnliches in einer Art und Weise zugreifen, dass sich das später auch in den Berichten dann wiederfindet. Wir haben es ja eben in der Pflege gesehen, der Bundesrechnungshof prüft und prüft, aber häufig gehen die Verstöße weiter. Welche Konsequenzen gibt es denn für die Geprüften?
Also der ganz entscheidende Punkt, wenn man sich mit dem Bundesrechnungshof auseinandersetzt, ist, dass man sich zunächst einmal vor Augen führt, dass der Bundesrechnungshof, so wird er auch immer beschrieben, ein Ritter ohne Schwert ist. Er hat keinerlei Entscheidungsbefugnisse. Er deckt auf, er berichtet darüber, er kann beratend tätig werden, er prüft abgeschlossene Sachverhalte, aber er hat keine politischen Befugnisse. Er darf also nicht die Entscheidungen treffen, die beispielsweise auf der Grundlage entsprechender Prüfungsberichte dann getroffen werden sollten. Also wenn Missstände aufgedeckt werden, ist es die Aufgabe der Politik, die Aufgabe der Regierung und des Parlaments, dann entsprechend für Abhilfe zu sorgen. Also das bedeutet, um es noch einmal deutlich zu sagen, der Bundesrechnungshof ist eine Institution, die der Transparenz der öffentlichen Verwaltung dient, aber die Abstellung von Missständen fällt auch nicht in seine Kompetenz, sondern, und da kann man allerdings sagen, dürfte der öffentliche Druck dann auch ausreichend sein durch die entsprechenden jährlichen Berichte. Wenn Missstände offengelegt werden, dann ist das bisweilen schon etwas, wo man, ich sag mal, als Betroffener, dann als betroffene Institution, schon im eigenen Interesse, damit man nicht im nächsten Jahr gleich wieder erwähnt wird, die entsprechenden Konsequenzen daraus ziehen sollte. Das heißt, der Bundesrechnungshof kann noch nicht mal verbindliche Anweisungen geben? Nein. In der Tat, der Bundesrechnungshof kann keinerlei verbindliche Anweisungen geben. Der Bundesrechnungshof hat eben ein sehr weites Kontrollrecht. Das ist das, was ich eingangs auch mit der umfassenden, lückenlosen Finanzkontrolle sagte. Aber er darf umgekehrt, das ist, wenn Sie so wollen, das Korrelat zu diesen weitreichenden Prüfungsbefugnissen, er hat keinerlei Entscheidungsbefugnisse, sondern er bereitet durch seine Tätigkeit spätere Entscheidungen vor, die dann eben auch politisch entsprechend zu verantworten sind. Also primärer Adressat ist tatsächlich im demokratischen Verfassungsstaat das Parlament und die Regierung, die dann in der Verantwortung sind, entsprechende Missstände auch abzustellen, beziehungsweise daraus gegebenenfalls dann auch bis hin zu strafrechtlichen Konsequenzen, wenn man über Untreue oder Ähnliches nachdenkt, dann die entsprechenden Konsequenzen auch zu ziehen. Wie ist Ihre persönliche Meinung, bräuchte der Bundesrechnungshof stärkere Befugnisse? Ich glaube, dass stärkere Befugnisse die Rolle des Bundesrechnungshofs eher schwächen würden. Weil gerade seine beratende Funktion und seine Prüfungsfunktion, die ja wie ein Damoklesschwert über der öffentlichen Verwaltung schwebt, reichen eigentlich aus, um im Regelfall, was natürlich den Missbrauch im Einzelfall nie ausschließt, für eine hinreichende Finanzkontrolle zu sorgen. Und gerade die Tatsache, dass die Berichte des Bundesrechnungshofs als Parlamentsdrucksachen auch jährlich der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden, sollte eigentlich auch für eine hinreichende öffentliche Diskussion über entsprechende Missstände mit dann auch der demokratisch zu verantwortenden öffentlichen Diskussion und den entsprechenden Konsequenzen dann ausreichend Sorge tragen. Der Bundesrechnungshof prüft und berät sowohl die Stellen, die er eben geprüft hat, aber eben auch, er berät auch den Bundestag, den Bundesrat und die Bundesregierung. Kann es da nicht zu einem Konflikt kommen? Zum einen ist vielleicht zu berücksichtigen, dass eben die Institution Bundesrechnungshof von der Verfassung ganz bewusst mit einer jährlichen Aufgabenwahrnehmung in diesen jährlichen sogenannten Haushaltskreislauf eingebunden ist. Und die Rechnungskontrolle, die am Ende der Bundesrechnungshof vornimmt, ist Teil des Verfahrens, das demokratisch vorgesehen ist. Beginnt mit dem Parlament, das zunächst einmal darüber entscheidet, welche Einnahmen und Ausgaben überhaupt gegeben sind, einer Exekutive, die dann entsprechend finanzielle Mittel verausgabt, einem Finanzminister, der am Ende die politische Verantwortung gegenüber dem Parlament trägt und eben einem Rechnungshof, der ebenfalls am Ende mit der Kontrolle eingeschaltet ist, aber auch begleitend tätig werden kann. Ich glaube, dass Konflikte, gerade auch in Ansehung der Tatsache, dass die Mitglieder des Bundesrechnungshofs richterliche Unabhängigkeit genießen und damit eine unabhängige Kontrollinstanz geschaffen ist, eigentlich nicht bestehen können. Gerade bei Bau- und Verkehrsprojekten schnellen die Kosten ja gerne einmal deutlich in die Höhe. Und dann sind viele Projekte auch noch umstritten. Hier ein Beispiel aus Oberfranken. Es geht um den vierspurigen Ausbau der B303.
Jetzt stehen sie halt so da. Die neuen Brücken über den Menzlow-Graben und über den Reitenbach. Oben drüber führt die B303 zweispurig. Der vierspurige Ausbau auf knapp 2,5 Kilometern wurde gestoppt vom Bundesrechnungshof, weil zu teuer und zu wenig Nutzen. Es fahren einfach zu wenig Fahrzeuge über die B303 von Mark Tretwitz über Schönding in die Tschechische Republik. Für die Bürgerinitiative ein Beleg, dass sie mit ihrem jahrzehntelangen Widerstand gegen eine sogenannte Fichtelgebirgsautobahn richtig liegt. Es gibt eine Initiative Zukunft Fichtelgebirge, wir nennen sie auch Initiative Zerstörung Fichtelgebirge, die sich nach wie vor stark macht für diesen Straßenausbau. Es ist offensichtlich eine Salamitaktik, die dahinter steht, weil man darauf besteht, dass man eine vierspurige Verbindung zur A93 schaffen möchte, wie auch immer. Aber warum und wieso, da bin ich wirklich überfragt, weil man müsste sich eigentlich den offiziellen Zahlen geschlagen geben. Im Dezember war der Rechnungsprüfungsausschuss des Bundestags zum Ortstermin an der B303. Es geht schließlich um 33 Millionen Euro. Eigentlich hätte das eine nicht öffentliche Veranstaltung sein sollen. Zu diesen Treffen sind dann anscheinend auch nicht eingeladene Gäste erschienen. Soweit ich weiß, die Bürgermeister von Schönding und Hohenberg und auch einige Angehörige vom tschechischen Straßenbauamt und auch einige Angehörige von der IZF, die den Ausbau befürwortet. Die Bürgerinitiative vermutet, dass hier Fakten geschaffen werden sollen. Wenn der vierspurige Ausbau schon mal begonnen wurde, kann auch der Rest gebaut werden. Prognostiziert waren einmal 12.000 Fahrzeuge täglich. Jetzt sind es im Schnitt 5.300. Die jetzige zweispurige Bundesstraße könnte 20.000 Fahrzeuge verkraften. Auch beim Lkw-Verkehr wird ein deutlicher Rückgang gemessen. Eine Kosten-Nutzen-Analyse aus dem Bundesverkehrsministerium dagegen hält den vierspurigen Ausbau für sinnvoll, allerdings auf ganz niedrigem Niveau. Dass man sich nicht eingesteht, ist zu sagen, Mensch, es war dann doch nicht so sinnvoll, das Projekt. Lassen Sie uns wieder beerdigen. Das ist natürlich für viele auch eine politische Niederlage, die sich viele Jahre dafür ausgesprochen haben. Das wollen die natürlich ungern hinnehmen. Seit dem Herbst stehen die Baustellen endgültig still. Weitere Ausschreibungen sind gestoppt. Die Brücken stehen so da. Bis auf Weiteres. Die Bürgerinitiative will wachsam bleiben. Ja, dieser vierspurige Ausbau der B303 ist nach wie vor Teil des Bundesverkehrswegeplans. Herr Professor Schwarz, wie häufig kommt es denn vor, dass eine Prüfung durch den Bundesrechnungshof so ein Projekt kippt? Weil wir haben ja gerade vorhin von Ihnen eigentlich gelernt, dass er das gar nicht kann. Also in der Tat, der Bundesrechnungshof selber hat auch keine Veto-Position, sondern es sind dann eher die zuständigen Behörden, die von sich aus sagen, also jetzt werden uns die wirtschaftlichen Risiken und auch damit dann natürlich auch die Fragen der politischen Verantwortbarkeit einfach zu groß. Weil natürlich am Ende der demokratische Souverän spätestens bei Wahlen darüber entscheidet, ob sie eine Quittung dafür präsentieren wollen, wie die Politiker in der vergangenen Legislaturperiode das Geld ausgegeben haben. Und man kann das auch an einem anderen Beispiel sehr deutlich machen. Der Bundesrechnungshof kritisiert regelmäßig das Finanzgebaren der Bundesregierung mit Blick auf Nebenhaushalte, in denen eben neben dem klassischen Haushalt zusätzliche Finanzmittel geparkt werden. Aber letzten Endes die politische Verantwortung tragen Parlament und Regierung. Und es ist dann eher das Bundesverfassungsgericht, das darüber entscheiden kann, ob eine solche Form der Nebenhaushaltsfinanzierung mit dem Grundgesetz übereinstimmt oder nicht. Also eine echte Veto-Position wäre auch mit dem Auftrag, den die Verfassung dem Bundesrechnungshof zuweist, überhaupt nicht zu vereinbaren. Das wäre etwas, dafür müsste auch entsprechend die Verfassung geändert werden. Ja, der Bundesrechnungshof arbeitet ja gerne im Verborgenen, entscheidet selber, wem er seine Ergebnisse mitteilt, wem er Auskunft gibt. Was ist denn der Grund dafür, für diese gewisse Geheimniskrämerei? Ich glaube, der zentrale Grund für das, was Sie ja durchaus kritisch beleuchtet haben, ist eine ganz einfache verfassungsrechtliche Anordnung. Der Bundesrechnungshof hat jedenfalls nach Maßgabe des geltenden Verfassungsrechts keine Verpflichtung, die Öffentlichkeit durch Berichte, Gutachten oder Ähnliches zu informieren. Er kann das machen, er macht das auch im Einzelfall, aber er versucht eher doch auf eine unterschwellige Art und Weise im Bereich des Zusammenspiels mit Regierung und Parlament Missstände aufzudecken und dann
im Wege einer Form von vorgelagerter, vorgezogener Kontrolle oder auch begleitender Kontrolle dafür Sorge zu tragen, dass Missstände in Zukunft in der Form dann nicht mehr auftreten. Ein Agieren im Sinne von heimlichen Agieren würde ich das gar nicht nennen, denn die jährlichen Berichte über die Haushaltsführung des Bundes legen ja in aller schonungslosen Art und Weise auf, offen, wie der Bund mit seinen ihm zur Verfügung stehenden Finanzmitteln umgegangen ist. Und darüber hinausgehende anlassbezogene Berichte, dafür hat der Bundesrechnungshof ja auch die Möglichkeit, dass er das im Einzelfall, wenn er es für sachgeboten hält, dass er sich beispielsweise zu einzelnen Posten des Haushalts oder Ähnlichem auch meldet. Das macht er auch jährlich bei den Haushaltsberatungen. Und wenn Sie jetzt einmal die andere Seite einnehmen, die andere Perspektive, Politiker schätzen diese Form des Mitregierens, nämlich der Steuerung der öffentlichen Erwartungshaltung, dass einzelne Ansätze im Bundeshaushalt zu hoch sind oder Ähnliches, überhaupt nicht, weil nämlich damit letzten Endes der Bundesrechnungshof politisch tätig wird, was nicht seine Aufgabe ist. Neben dem Bundesrechnungshof gibt es ja auch noch Landesrechnungshöfe. Wie arbeiten die eigentlich und wie läuft da die Zusammenarbeit mit dem Bundesrechnungshof? Zunächst einmal, die Landesrechnungshöfe sind zuständig für das Finanzgebaren eines Landes. Dementsprechend können wir von getrennten Kompetenzbereichen, von getrennten Kontrollbereichen ausgehen. Nun gibt es natürlich Bereiche, in denen auch Bundesmittel durch kommunale Ebene beispielsweise verwaltet werden und verausgabt werden. Dieser Durchgriff des Bundes auf die kommunale Ebene in finanzieller Hinsicht ist seit einer Verfassungsänderung vor einigen Jahren auch flankiert worden durch entsprechende Befugnisse des Bundesrechnungshofs auf Landes- und kommunaler Ebene. Also da, wo Bundesgelder zum Einsatz kommen, kann auch der Bundesrechnungshof prüfen. Da, wo Landesgelder zum Einsatz kommen, besteht nur die Kompetenz der Landesrechnungshöfe. Auf der anderen Seite, das noch ergänzend, es gibt natürlich, so wie es die Ministerpräsidentenkonferenz gibt, so wie es Fachministerkonferenzen gibt, um das exekutivische Handeln zumindest in Teilen zu koordinieren, gibt es auch jährliche Treffen der Rechnungshöfe des Bundes und der Länder. Aber das ist eine rein informelle Institution, die also keinerlei verfassungsrechtliche Validität hat. Welche Verbesserungswünsche oder auch Verbesserungsvorschläge hätten Sie denn für den Bundesrechnungshof? Ich glaube, der Bundesrechnungshof, was Verbesserungsmöglichkeiten anbelangt, er sollte zum einen sich überlegen, ob er bei bestimmten von ihm im Laufe des Haushaltsvollzugs festgestellten Missständen nicht noch zeitnäher tätig wird durch entsprechende Berichte, zu denen er ja befugt ist, an die Öffentlichkeit. Also diese Zurückhaltung, die auf der einen Seite erklärt wird mit der Angst vor dem Vorwurf des Mitregierens, kann natürlich sehr schnell umschlagen in eine etwas laxere Kontrolle, indem man sagt, wir machen von den uns eingeräumten Kompetenzen nicht in hinreichendem Maß Gebrauch. Also mein Wunsch wäre, dass die Rechnungshöfe etwas stärker auch das Licht der Öffentlichkeit suchen, soweit sie dazu befugt sind, ohne allerdings der Gefahr zu erliegen, dass sie jetzt im politischen Bereich mit agieren. Denn das ist, wie gesagt, nicht ihre Aufgabe. Sagt Professor Kyrill Alexander Schwarz von der Julius-Maximilians-Universität in Würzburg. Vielen Dank für Ihre Zeit. Ja, sehr gerne. Vielen Dank, liebe Zuschauer, für Ihr Interesse. Und ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal.